Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute hier in meinem Kanal. Und dass du auch wieder hier hereinschaust, das freut mich besonders, wenn du schon öfters hier warst. Heute habe ich diesen Pflanzstuhl für euch. Den habe ich schon in verschiedenen Dekorationen gezeigt. Und so geht das ganze Jahr wieder durch. Frühling und Ostern jetzt zusammen auch mit diesen selbstgemachten, wetterfesten Hasen. Hasenei oder Ei mit Ohren, wie du es nennen möchtest, aus Upcycling, abwaschbaren Tischdecken. Innenleben ist auch Upcycling und wie einfach die gehen, zeige ich dazu, plus diesen Pflanzstuhl. Auch der Ofen ist neu bepflanzt, gestaltet mit Betonhase, Betonguckelhupf, Kugellaterne aus Beton und Wollfäden, alles beleuchtet. Einfach gemacht, aber wirkungsvoll, gerade für den kleinen Geldbeutel, was mir extrem wichtig ist. Und auch diese Idee in meiner Pflanzpalette, Gartenpalette, auch toll als Erdbeerregal, Kräuterbeet in Hochform. Selber gemacht, Idee von mir, passt super dazu. Verwendbar fürs ganze Jahr natürlich. Auf der Rückseite sind noch Regalfächer eingesetzt. Das zeige ich ganz gern auch immer wieder, weil das auch toll ist für einen kleinen Balkon und. So, und jetzt legen wir mal los. So, ich habe jetzt hier meinen alten Stuhl ohne Sitzfläche und dann habe ich mir aus dem Garten Hölzer zugeschnitten, die genau rundherum passen. Schöne, urige Äste, die brauche ich als zweites. Als erstes kommt jetzt auf die Sitzfläche an von deinem Stuhl, brauche ich wirklich ein großes Quadrat, was auch noch tiefer geht. Und wir schlagen an den offenen Enden etwa 4 cm den Hasendraht nach innen, damit der doppelt liegt. Erstmal tut man sich nicht so weh und zweitens mal ist wegen der Stabilität besser. So 4 cm nach innen geschlagen. Ihr passt das bitte an eurer Sitzfläche an, wie groß das haben wird. Ungefähr so 12 cm soll es nach unten gehen. So, und durch die Äste, die wir dann anschrauben, wir fangen mit einer Seite an und drücken es dann uns nach unten noch rein, wie wir das am besten brauchen. Und die Äste halten es. Erst fixieren mit jeweils zwei Schrauben in den doppelten. Dann nach unten drücken. Mit einer Seite angefangen, auch ruhig mal in der Falte legen, damit es besser wird. Und dann zeige ich, wie es weitergeht. Rundherum, wie gesagt, auf jeder Seite der vier Seiten mit jeweils zwei Schrauben erstmal fixieren und dann setzen wir die Äste drauf. Die kann man vorbeugen, wenn man möchte. Und ja, so, ich habe jetzt ein regelrechtes Bett gebaut. Also es hängt tief durch. Die Seiten habe ich umgeknickt, damit es fester ist, dass nicht so belastet wird. Von dem Gewicht rundherum die Äste festgeschraubt, so richtig schöne urige. Und so ist mein Pflanzstuhl, mein Dekostuhl auch schon fertig. Das war jetzt ein kleines Technikvideo dazu, wie man so einen Pflanzstuhl ganz einfach machen kann, mit wenig Mitteln aus dem alten urigen Stuhl. Und die Deko-Ideen zum Bepflanzen übers ganze Jahr, das findest du dann auch in meinem Kanal. Und dann habe ich sehr. Dieses kleine Tutorial hat dir auch gefallen. Du kannst es umsetzen. Du kannst alte Möbel schön dafür wieder benutzen, wie diesen Stuhl. Noch mehr Chevy Chic Sachen und vieles andere findest du in meinem Kanal. Dann hoffe ich sehr, es hat dir gefallen. Das macht dir Spaß. Du schaust wieder rein. Mich wird's freuen. Alles Liebe. Tschüss. Hallo und schön, dass du in meinen Kanal hineinschaust.
Heute möchte ich dir mal ein kleines Technikvideo zeigen. Und zwar habe ich hier einen alten Stuhl, der hatte keine Sitzfläche mehr. Vielleicht hast du einen alten Stuhl, wo die Sitzfläche kaputt ist. Dann nimm sie einfach raus und mach dir einen Deko- und Pflanzstuhl damit aus Ästen und Hasendraht. Und wie einfach das jetzt geht, das möchte ich dir ganz gerne zeigen. Die viele Deko-Ideen dazu findest du immer übers Jahr verstreut für Ostern, Sommer, Herbst, Winter, Weihnachten, Winter, Geschichten und solche Sachen kommen dann als Deko immer wieder als neues Video dazu. Aber jetzt erstmal das Grundvideo, wie man aus so einem alten Stuhl einen Pflanzstuhl macht. Ganz gerne als erstes Heu, was ich einlege. Das hat so Kranzeffekt, Nesteffekt. Man kann da wirklich Nagerheu nehmen. Wir machen unsere Heu selber, aber das hat ja nicht jeder. Und dann lege ich das so drumrum. So. Für die Herbstdeko lege ich ganz gern ein Tuch rein. Wenn ich jetzt da Äpfel habe, Kürbis und so, damit immer das Wasser abfließen kann. Und beim Tuch, ein altes Handtuch, ein T-Shirt oder so, geht das ohne weiteres. Hier kommt ja noch Blumenerde rein. Und da soll ja ein bisschen Wasser auch gespeichert werden, sonst müsste ich ja ständig gießen, es wird immer unten weglaufen. Deswegen lege ich hier eine alte Folie ein. Die stopfe ich mir dann so, dass man sie nicht sieht. Und da kommt auf jeden Fall unten zwei, drei Löcher rein, damit die Staunässe reinkommt. Das machen wir als erstmal. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen Rindenmulch. Den kippe ich rein zusammen noch mit Blumenerde. Und mache mir das erstmal voll mit Blumenerde. Und dann können wir schon pflanzen. So, der Pflanzstuhl über den Winter ist ja nicht so schön geworden. Jetzt mache ich das ordentlich, schneide die dürren Äste ab. Die Sukkulenten lasse ich natürlich drinne. Deko-Äste mal runter, ordentlich gemacht. Und dann setze ich mir meine Frühblüher rein. All den Libellis. Die sind sehr dankbar, kommen auch jedes Jahr wieder, wenn man sie im Winter so ein bisschen abdeckt mit Zweigen, Fichte, Tanne, sowas. Und dann hat man so einen tollen Pflanzstuhl ganz easy gemacht. Jetzt setze ich das ein und dann zeige ich das Ergebnis und natürlich auch nochmal die Deko entsprechend für Ostern mit den selbstgemachten Hasen. Die Sukkulenten auf jeden Fall lassen, die kommen wieder, die schlagen wieder mehr aus. Blumenzwiebel hatte ich schon im Herbst eingesteckt. Kann man aber auch noch mal machen. Und die treiben dann auch noch weiter aus. Und dann ja, in der Erde lassen, kommen jedes Jahr wieder, die vermehren sich, sieht dann ganz, ganz toll aus. Man muss nicht immer alles komplett neu machen. Man kann auch das, was man schon eingebracht hat, ergänzen. Durch das Heu unten drunter und die Einlagen haben die auch immer genug Feuchtigkeit. Und wie gesagt, aber im Winter dann ein bisschen abdecken mit grünen Zweigen wie Fichte und Tanne. Und so toll sieht das dann gleich wieder aus. Ich lege nochmal einen Ast dabei. Ich mag das immer sehr. Das ist jetzt von der Korkenzieherhasel. Das peppt das Ganze. Und so ist jetzt eine Frühlingsdeko auch schon wieder fertig. So, und jetzt habe ich den Stuhl fertig bepflanzt. Und dann setze ich noch die selbstgemachten Hasen mit ein, die auch wetterfest sind und mal was ganz anderes sind als sonst die Deko, die man hat. Meine Idee, mein Entwurf und meine Fertigung. Und dann hoffe ich sehr, es hat gefallen. Du konntest es gut nacharbeiten, hattest Spaß daran, findest vielleicht noch mehr in meinem Kanal. Mich würde es riesig freuen. Und bis wieder mal. Tschüss.